So, da sind wir auf unserem guten Schiff. Mittlerweile sind wir ja zu zweit. Also wir haben ja hier noch unseren verstorbenen japanischen Chefkoch, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir sprechen den guten Affen an. Was auch immer er von uns will. Direkt auf den Punkt gebracht. Jawohl. Estelle, wie ich vermute. Bedauere, ich spreche kein Äffisch. Äffisch. Nun gut. Fünf aus der Mali-Crew mögen sich versammeln. Kannst du mir was zeigen? Gibt auch eine Banane. Hey, jetzt warte doch mal. Okay. Komm wohl in den Übungsraum? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße, YouTube, hi. Ich verraff's mal wieder. Willkommen zurück, YouTube. Willkommen hier bei Shadow Gambit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ich wie immer dran denke, nicht anzumoderieren. Es ist mir wie immer eine Freude, euch begrüßen zu dürfen. Der Chat freut sich auch. Wenn ihr mal live auch mit dabei sein wollt, einfach unten in die Videobeschreibung. Gibt's einen Link zu Twitch. Wir freuen uns. Also ich, der Chat, wer auch sonst noch so da ist. Und jetzt lasst uns Piraten sein. So. Ja, wir sind hier auf dem Schiff. Im Schiff. Es ist der Übungsraum. Direkt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir sind da. Kannst du mich hören, Mali? Ei, aber ich kann dich kaum spüren. Okay. Ich werde deine Augen und Ohren sein. Mir gefällt's schon jetzt. Da ist ein verschlossenes Tor. Sieh an, sieh an. Ein leerer Tisch und eine mysteriöse Tür. Mir gefallen diese Aussichten. Kann und werde ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, fünf Schlösser. Eine mit Ketten verriegelte Tür. Drei Schalen oben und kein Schloss zum Knacken. Fünf aus der Mali-Crew mögen sich versammeln. Estelle? Kannst du wohl Toya hier runterbringen? Dann gibt's auch zwei Bananen. Übrigens geht's zum Dungeon. Johnny Mark, Profispieler und Naturidan. GZ, GZ. Navigatorin, ich habe eine Crew zu versorgen. Und dennoch meint Estelle, ich soll hier runterkommen. Entschuldigung, ich könnte den Schlüssel zu jener Tür haben. Erklär mir das. Fünf aus der Mali-Crew mögen sich versammeln. Ich meine, das macht dich zum Teil des Rätsels. Solide Logik. Aber was schlägst du vor? Probier was aus. Probier was aus. Okay. Moin alle zusammen. Rice, willkommen zurück. Hello. Guten Abend. Ich soll was ausprobieren? Was soll ich denn ausprobieren? Fein gehackt und... Ach, der Tisch. Hier haben wir unsere Kontrakte besiegelt. Ein Dolch für jeden von uns. Du hast nicht zufällig diesen Dolch dabei? Immer. Spielen wir deine Unterzeichnung nach. Okay. Kinderspiel. Toya. Ei, bereit an Land wie auf See kulinarische Beute zu machen und die perfekten Rezepte für die Toten zu entdecken. Okay. Ich gehe davon aus, dass ich das richtig gemacht habe. Ei, dann ist alles klar. Fünf Ketten für fünf Crewmitglieder. Eine messerscharfe Schlussfolgerung. Du warst bei diesem Rätsel schnell mit der Lösung bei der Hand. Es gibt hier noch mehr zu entdecken. Mal sehen, welche Antworten uns in New Crockberry erwarten. Man muss ja so sagen, das Rätsel war jetzt nicht kompliziert oder schwer. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir schon, ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass du fünf Leute brauchst. Frau Navigatorin, wir können nun Kurs auf New Crockberry nehmen. Setze den Kurs, wenn du soweit bist. Ja. Ach, geil, da kocht er. Das ist seine Küche. Das ist... Ich wusste gar nicht, dass hier die Küche war. Sehr geil. Okay. Oh, warte mal, hier sind noch Bücher. Wird erledigt. Jedes Crewmitglied hat seine eigene optionale Crewgeschichte auf der Male. Durch die Geschichten erfährst du mehr über die Persönlichkeit deines Crewmitglieds.
seine Rolle an Bord der Marley und sein Verhältnis zu den anderen Crewmitgliedern. Du kannst zwischen zwei Missionen einen Schritt einer verfügbaren Crewgeschichte abschließen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, habe ich hier eine Mission, ne? Hier nicht. Und da hatte ich eine Mission. Feuer Schritt 1, Nahrung für die Seele. Sprich mit Marley. Ey, cool. Machen wir doch erstmal hier weiter, oder? Machen wir doch mit ihm mal eine Geschichte. Mit ihm haben wir ja so gesehen noch nicht wirklich... Ah doch, wobei, eine Mission haben wir schon gemacht, aber ja. Melde mich zum Dienst, Marley. Gut. Der Speiseplan der Skelett-Crew war recht mager während deiner Abwesenheit. Haben Sie in der Zeit überhaupt etwas zwischen die Zähne gekriegt? Vor allem Reste und was auch immer Sie fangen konnten. Das ist nun vorbei. Ich sorge dafür, dass Sie etwas Ordentliches bekommen. Okay. Aktive Crewgeschichte, Toya, überprüfe die Zutaten. Okay. Können wir da machen? Ei. Also verlassen wir wahrscheinlich gar nicht das Schiff, vermute ich. Reis, Aubergine und Süßkartoffeln. Ui. Nicht gerade die verlockendsten Speisen für Seelenpiraten auf Reise. Okay. Das Gericht muss etwas enthalten, das der Skelett-Crew neue Kraft gibt. Ich erinnere mich an einen Fisch, der lang an Bord der Marley hing. Er sollte recht viel Seelenenergie aufgenommen haben. Ja, genau das fehlt dem Rezept. Ich werde ihn holen. Warum kann ich hier agieren? Geschmack. Da. Ach so, ich habe das Licht angemacht. Okay. Mensch. Nimm den Fisch, ja. Also. Endlich. Nach all der Zeit des Wartens bemerkt ihr mich, Sensei. Was? Wer bist du? Ich bin ein williger Schüler. Seid ihr nicht Toya von Iga, der berühmte Assassine aus dem Osten? Das ist mein Name. Aber ich bin nicht dein Sensei. Aber ich befinde mich auf einer gefährlichen Mission. Ich brauche jemanden, der mich lehrt, ein Ninja zu sein. Genau. Wie gefährlich kann eine Mission eines aufgehängten Fisches schon sein? Es ist eine Mission von größter Wichtigkeit. Ihr befindet euch in Lebensgefahr, wenn ihr mehr darüber wüsstet. Und der Schüler darf seinen Sensei niemals in Gefahr bringen. Ah, du verstehst da etwas falsch. Es ist genau andersherum. Ein Sensei darf seinen Schüler niemals in Gefahr bringen. Also sind wir uns einig? Ihr seid mein Sensei? Ich bezweifle, dass meine Lehren auf einen Fisch angewendet werden können. Wenn es dir aber gelingt, eine Steinschlosspistole aus Mordecais Kajüte zu stehlen, nehme ich dich als Schüler an. Ja, Sensei. Zu Befehl, Sensei. Ich werde mich gleich darum kümmern. Eine schwierige Aufgabe. Besonders für einen aufgehängten Fisch. Warten wir mal ab. Du kannst... Das war's, oder? Du kannst im Rahmen dieses Besuchs nicht noch einen Schritt abschließen. Okay, das heißt, es ist einfach so ein Subding dazwischen... Und irgendwann geht's halt weiter. Was haben wir denn da? Sehr verrückter Fisch. Ei. Der Fisch. Also, okay. Ja, aber why not? Why not? So, was haben wir hier? Jedes Crewmitglied kann ein Upgrade freischalten. Für Upgrades brauchst du Lebenskraft, die du durch das erfolgreiche Abschließen von Missionen bekommst. Haben wir schon Lebenskraft bekommen? Nein, wir haben noch keine Lebenskraft bekommen. Schade, weil ich fände das hier echt verlockend. Oder auch das hier. Aber okay. Gut, das wissen wir ja. Dann... Ich bin bald dort. Setze Kurs, Frau Navigatorin. Da können wir nicht hingehen. Theoretisch könnten wir da, aber wird uns ja wahrscheinlich nichts bringen. Also, setze Kurs. New Crabbury, ein kleiner Handelsposten. Ach, süß. Mitten in den zeitlosen Gestaden. Ja. Was einst eine Zuflucht für Schiffe und Kaufleute unter allen Flaggen war, wurde durch die Inquisition umgekrempelt. Die Bewohner wurden entweder eingeschüchtert oder umgesiedelt, um Platz für Ignatias Pläne zu schaffen. Der Hafen wurde ausgebaut und Lagerhäuser sind im Bau, um der ständigen hereinkommenden Fracht Herr zu werden. Verfluchte Gegenstände aus allen Winkeln der Gestade sind dort, um von Ignatias Lakaien nach Hinweisen zu dem Rätsel des Kapitäns untersucht zu werden. Sehr gut.
Servus zusammen, Bama. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir. So, jemand in New Kirkberry kennt das Rätsel des Kapitäns. Stillt das Geheimnis für euch selbst. Wir kriegen 3 davon. Es ist Nacht, sehr schön. Wir dürfen 2 mitnehmen, das ist auch gut. Missionsauswahl, ihr seht also schon, wir dürfen hier öfters herkommen, sonst könnten wir nicht noch mehr Missionen auswählen. Also, wir spielen natürlich die Mission. Wir dürfen 2 mitnehmen. Ich hätte erwartet, dass ich jetzt noch auswählen dürfte, aber wir haben ja eh nur... Aber beim letzten Mal durften wir auch auswählen, obwohl wir nur 2 hatten. Aber egal. Kommissarin Ludizis verlassen so gut wie nie ihren Posten und lassen sich nicht so lange ablenken. Okay. Wer auch immer diese 2 Personen sind, fortsetzen. Melde Gehorsam. New Crabbury in Sicht. Wie erwartet, ist der Handelsposten jetzt von Eiferern überlaufen. Sehr viele Jemandem Leute. Hier muss das Rätsel des Kapitäns bekannt sein. Wir müssen wissen, wer das ist. Kinderspiel. Wir schleichen uns bei Nacht rein und lauschen dem nächtlichen Geplauder. Ach, wir können noch mehr machen. Wir können der Vergangenheit selbst lauschen. Siehst du sie? Bruchstücke von Erinnerungen, Echos der Vergangenheit. Wenn du eins berührst, kannst du einen Blick auf die jüngsten Ereignisse werfen. Ah, wir schauen in die Vergangenheit, um unser Ziel im Jetzt zu finden. So langsam lernst du dazu. Die Insel ist klein, also solltest du keine Probleme haben, deine Beute zu finden. Bleib in den Schatten. Durchsuche jene Bruchstücke von Erinnerungen. Und solltest du eine neue Quelle der Seelenenergie finden, wäre auch das recht nützlich. Entscheide, wo wir an Land gehen, Frau Navigatorin. Immer noch keine große Auswahl, was? Nur keine Klagen, bitte. Das ist cool. Wir können jetzt hier mit dem Schiff kommen. Oder wir aktivieren quasi so ein Türchen. Vorsicht mit dem Getier vom Unheilsriff. Welche frevelhaften Energien noch in denen schlummern? Achso, weil hier keiner aufpasst, ne? Ich hab. Aber hier ist doch der Typ, der passt doch hier auf, oder? Normalerweise. Bin ich sicher, ob es klug ist, da unten rauszuspringen. Oder sind das Ausgänge? Oh, was ist hier? Ein blauer. Ein Judex. Okay. Das Feuer wird sie prüfen, so wie es alle tun. Kennen wir die Judixe schon? Ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen, es ist, glaube ich, am sichersten, wenn wir einfach vom Wasser auskommen. Es sind sehr wenig Personen. Außerdem gibt es hier auch noch Erinnerungen. Nee, Zivilisten. Wie reagieren Zivilisten auf uns? Wir testen es aus. Ja. Ah, jetzt dürfen wir auswählen. So, natürlich. Ich komme mit. Auf geht's. Einfach hübsch animiert. Ah, F5, natürlich unser Ding. Es ist ein Zivilist. Hier weißt du die Kräfte der Mali nun zu schätzen, Frau Navigatorin. Ei, wobei es immer noch jede Menge abgefahrene Sachen zu verdauen gibt. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Manchmal entfallen uns Details. Oder wir wiederholen Sachen, die bereits gesagt wurden. Ein kleiner Preis für die Chance, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Nicht wahr? Jetzt wird das was. Okay, also dem Zivilisten sind wir egal. Ich dachte, ich muss den hier einmal umhauen, okay. In den anderen Games waren Zivilisten immer sehr nervig, weil die dann geschrien haben oder so. Direkt auf den Punkt gebracht. Psst, sollen dich etwa die Patrouille Was haben wir denn? Hat deine Fresse. Okay, ich muss mich erst wieder ans Spiel gewöhnen. So. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Schnell. Okay. Die Gelegenheit ruft. So, der patrouilliert quasi immer hier hin und her. Das, was sie verdient. Und der schaut auch nach unten. Aber wir können hier überall schleichen, wie wir sehen. Das heißt, wir müssen nur hier hochkommen, wenn er rüber geht. Ei. Der Sieg ist mein. Oh, Meister, ein schwerer Kunde. So.
Einer weniger. Du bleibst mal da. Legen wir los. Ja. Sieh an, sieh an. Hey, sei vorsichtig, Pirat. Okay, ist auf unserer Seite quasi. Das ist cool, wenn das mal die Zivilisten auf unserer Seite sind. Hier herum, als wird erledigt. Und was geht hier? Mach mit diesem erbärmlichen Loch, was du willst. Es muss nur die Relikte unterbringen können, die nun hereinkommen. Och. Gewiss doch, Dero Eminenz. Was soll mit ihnen geschehen? Die Judex und du werden sie alle inspizieren, bis wir die richtigen haben. Kann sehr lange dauern. Die Judex kann Dinge sehen, die dir verborgen bleiben. Nutze das, um dennoch im Zeitplan zu bleiben. Wie Dero Eminenz beliebt. Okay. Das ist ja wirklich was. Als wäre ich dort. Ich bin bald dort. Kein Sinn bleibt ungenutzt. Ideal zum Spionieren. Hier können wir anlocken. Nicht vergessen, ja? Ja. Ich werde mich daran festhalten. Ich bin allzeit bereit. Wakata! Du sollst einfach weitergehen und nicht darunter warten und dich wieder umdrehen. Frag mich gerade, ob wir das Katashiro. Aber das ist ein Akolyt. Ja doch, den können wir ranlocken. Da brauche ich gar keinen Katashiro. Ein bekanntes Lied. Das war nicht bloß ein Team. Ein gutes Entree. Da kann ich auch. Wir hätten dieses. Ah, sieht er den? Warte. Bleib unten. Genau, weil er sieht hier keine Leichen. Und sie kann im Mal sehen, was da draußen ist. Im Bücken Leichen tragen. Also dürft ihr uns gar nicht sehen, wenn wir die Leiche wegschleppen. Sehr gut. War knapp, aber war gut. Gut, solche Rückendeckung zu haben. Okay, ihn. Mir gefallen diese Aussichten. Wenn wir eigentlich direkt. Wir sind hier alle Halsabschneider. Hatsching. Mir gefällt's schon. Heb an! Ich sehe, will die Inquisition New Crackberry erweitern. Irgendwie glaube ich nicht, dass das der Stadt zum Vorteil gereichen wird. Also er ist abgelenkt. Es ist ein Decoranio Cereza. Okay, der hat einen Namen und das ist ein Akolyt. Den Akolyt können wir wieder herlocken mit ihm. Meine Klinge ist bereit. Die Erinnerung nehme ich gleich. Ich werde erstmal kurz gucken. Die Reichweite von dem hier. Vogelrohr. Oh, reicht auf jeden Fall. Der hier guckt, aber der guckt in die Richtung, ne? Ah, ich kann ihn hier nicht töten, weil er in die Richtung guckt. Zu zweit können wir nicht killen, weil der hier im Weg ist. Hier hoch komme ich auch nicht. Könnte aber. Warte mal, wie weit geht das hier? Das geht bis hierher. Warte mal, ich probiere mal was. Zwei in einem. Wir packen das dahin. Schon unterwegs. Bereit zum Zuschlagen. Das reicht nicht. Ich müsste von da. Das Gerecht nimmt Form an. Wenn ich es hier mache, läuft er natürlich nicht dahin, ne? Kommt der dann auch? Testen wir einfach mal aus. Oh, einen Moment. Er geht halt dahin, ne? Schärfe meine Sinne. Beweg dich wie Wasser. Augen mir die Elendigen entlang. Oh, ach, scheiße. Bereite dich. Okay, aber ich glaube, das Vorangehen ist gar nicht so doof. Oh Gott, habe ich nicht gespeichert. Ups. Mir gefallen diese Ausrichtungen. Fein gehackt und schwer. Ich sehe, will die Inquisition New Crackberry erweitern. Irgendwie glaube ich nicht, dass das der Stadt zum Vorteil gereichen wird. Das passt ja, weil wenn er dahin geht. Die ältesten Tricks sind die besten. So. Weil er dreht sich jetzt wahrscheinlich nach dahin. Alles in einer Bewegung. So.
Du erzählst. Beim Heben die Beine einsetzen. Die guten Felsen, die einen decken, immer gut. Gutes Timing, Mali. So, hier kann man hoch. Das heißt, wir können eigentlich beide wird erledigt. Ohne Probleme erschlagen. Meine Seele ist rasiermesserscharf. Ich bin bald dort. Meine Kombüse ist das Schlachtfeld. So, zu Diensten. Einmal den hier. Das heißt, er geht da drauf und sie geht da drauf. Und gib ihm. Die perfekte Ballon. Schwerer Kuh. Gehen so. Wir woanders hin. Perfekt. Speichern. Danke für die Unterstützung. Du darfst das Rätsel niemals laut aufsagen. Nicht einmal, wenn du allein bist. Gibt es einen besonderen Grund für solche Geheimhaltung? Keinen, der dich etwas scheren sollte, Magistratus. Nun gut, und was soll mit dem ursprünglichen Text geschehen? Bewahre ihn sicher auf. Fertige keine Duplikate an. Ursprung. Ich werde ihn stets bei mir tragen. Okay, es gibt also einen anderen Text. Hast du das gehört? Dem Magistratus wurde der Rätseltext anvertraut. Ei, damit hätten wir unser Ziel gefunden. Genau das meine ich. Aber wo ist er? Wir wissen, wer es ist, aber nicht, wo er ist. Ah, warte mal, hier? Doch, da hinten ist er. Ach je, so weit hinten. Okay, muss einmal durchkämpfen. Ich glaube, hier können wir irgendwie Ausgänge aktivieren erst, also... glaube ich. Weiß zwar nicht, was das bringen mag, Ausgänge zu aktivieren, aber... okay. Der Tod ist keine Niederlage. Das sind zwei Akolyten. Die werden von keinem bewacht, oder? Die sind miteinander beschäftigt. Er guckt nach unten. Er bewacht eher das Wasser. Er sieht eigentlich auch nichts. Das Problem ist, dass der hier natürlich das auslösen kann, aber ich weiß nicht, wie laut das ist. Ich glaube, es geht nur bis hierher. Das Feuer wird sie, wir können hier einen hinstellen, so eventuell runterspringen und den anderen schnappen wir uns dann und die anderen dürfen davon nichts mitbekommen. Okay. Ja, wer streamt so spät in Nacht und Wind? Es ist der Dossi, ohne Kind. Nova, mal schön gesagt. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, Hallöchen. Kein Rückzieher, was? Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Machst du das da? Hä? Du sollst die Leiche nehmen. Oh, Digga. Von hier nach dort. Jetzt wird das was. Ach, mit Rechtsklick geht das? Okay, warte. Ich will die Leiche aufräumen. Ich bin nämlich kein Freund davon, mit der Leiche rumliegen. Diese Erinnerung gehört uns. Also mit Rechtsklick kann ich das machen. Ich nehme Maß. Nein? Mir gefällt's schon jetzt. Sieht die das nicht? Es gibt keine Entfernungen. Befreit. Meine Seele ist entfesselt. Das nicht hin. Oh. Auf den Punkt gebracht. Ich wollte eigentlich von da oben runterspringen. Ach, blöde Frau. Was hüpfst du denn noch runter, ey? Aber theoretisch kann ich hier vorbeischleichen, weil die einen nicht sehen hier. Immer nach vorne schauen. Warte mal. Komm ich von hier aus irgendwo hoch? Nee, ne? Nee, okay. Wir probieren's aus. Ein Moment, der bleibt. Ah. Mir gefällt. Okay. Ich hätte jetzt echt witzig gefunden, wenn die uns nicht sehen. Jetzt wird das was. Ah, hier, guck mal, da, das ist so ein Einblick, okay. Teuer, bereit. Unser Ziel ist klar. Macht ja nichts. Zu Diensten. Mir gefällt's schon jetzt. Das war knapp. Hunger. Einmal. So.
Schön ist, wir können auch Leichen in Gebäude, glaube ich, unterbringen. Ja, das geht auch. Perfekt. Was haben wir denn da? So, 5. Ein kleines Andenken. So, Leiche runter. Nein? Oder schmeißen? Heb an! Wird erledigt. So. Ich weiß jetzt nicht. Das ist doch schon als Ausgang. Sprich, wenn ich da jetzt drauf gehe, verlasse ich die Mission, oder nicht? Gut, solche Rückendeckung zu haben. Keine Ahnung. Immer nach vorne schau. Können wir von was anderem Guten reden? Abend, Mr. X. Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss nach Gran Alcazar aufbrechen. Du machst hier mit dem Magistratus weiter. Sehr wohl, Dero Eminenz. Behalte ihn im Auge. Das Ding, was er bei sich führt, trieft vor Verderbtheit. Ist mir nicht entgangen. Wenn er der Verderbtheit anheimfällt, ist es an dir, über ihn zu richten. Was er bei sich trägt, muss intakt bleiben, bis wir unsere Antworten haben. Das ist die auf dem Turm, glaube ich. Ich glaube, das ist... Das war die hier. Ja. Okay. Mr. X, vielen, vielen Dank, ne? Die saftigen 332 Stunden. Und auch an Artoridan, vielen, vielen Dank für 450 Stunden mittlerweile. Vielen, vielen Dank für euren Support. Dankeschön, dass ihr immer da seid. Und ihr hier immer heute vorbeibringt. So, einmal F5. Ich würde sagen, wir räumen die Küste mal auf. Der hier hat eine Glocke dran. Ich denke, der wird irgendwie einen besonderen Alarm auslösen können. Wir werden dir keine Probleme machen. Kleiner Todesbringer. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Scheiße. Sieh an, sieh an. Oder? Oh, ich dachte, der kommt jetzt rüber. Gut, aber Glück gehabt. Schnell die Leiche wegbringen. Weißt du, was du mit der Vorstellung des Spiels mir angetan hast? Nee, keine Ahnung. Du hast ja auch die Demo runtergeholt, ne? Ne? Ist gut. Also, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich durch meine Taten hier auch andere davon überzeuge, dass es da draußen gute Spiele gibt. Freue ich mich natürlich drauf. Ist das der einzigste hier, der hier rumeiert? Dann kann ich mir ja locker schnappen. Der ist da komplett beschäftigt. Das heißt, wenn er hier hochläuft, ich habe mir gerade nicht gemerkt, wo er langläuft. Ich könnte ihn theoretisch auch einfach von oben runter knacken. Es gibt nur ein super gutes Spiel. Ja, Nova. Mhm. Wieso glaube ich jetzt an Factorio? Ja, hat mich gestern 4 Stunden gefesselt. Oha, nice. Ich bin bald dort. Mein Leid ist das. Der kann aber weit gucken, ey. Eieiei. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Gehen wir woanders hin. Abzeichen freigeschalten. Heul doch. Ah, das war einer der Entwickler. Also das Abzeichen Heul doch kommt immer dann, wenn man einen Entwickler erledigt. Wie auch immer das hier war. Durch die Tiefen. Hm? Da steht ein paar Kehlen für mich auf. Willkommen auf der anderen Seite. Gehen wir woanders so, hin. Weg mit dir. Sieh an, sieh an. Na? Heb an. Jetzt entwickelt nichts mehr. Ja. Definitiv. So. Einfalls kein Rückzieher, was? Okay, das ist natürlich ein Problem. Mama, ist das ein Akolyt? Das ist ein Akolyt, perfekt. Durch die Schatten. Dann habe ich gar kein Problem. Wakata. Müssen ihn nur hierher locken. Tomonikazo. Folge dem Geräusch. Mmh.
Reichweite der Flöte ist so kacke. Aber hier können wir ihn erledigen. Sieben Klingen. Ich bereite die Zutaten vor. Welch gräulich Ding macht so ein Geräusch? Huch, boah. Bück dich doch mal, oh, Kollege. Bück dich doch. Die sind auch Dienerinnen. Das Gericht. Form an. Long. Einfach schöne Fähigkeit. Ich hätte die Fähigkeit gar nicht nutzen müssen, aber die ist so super animiert einfach. Sehr vernünftig. So. Der hat natürlich auch ein Auge hier drauf. Das heißt, wir brauchen ihn. Sie kann ihn nicht einfach knacken. Wird erledigt. Also gleicher. Eine simple Top. Gleicher Trick. Noch einmal. Du die Gelegenheit ruft. Bleibst mal da. Die perfekte Balance. Die Mali erinnert sich. Ein Geräusch. Ach so, das war jetzt ein bisschen zu weit, die Reichweite. Schärfe meine Sinne und mögen die Frevler durch das Feuer läutern. Das wird nicht ungesühnt bleiben. Möge jegliches Abweichlertum korrigiert werden. Mal sehen, was da draußen ist. Oder so. Mensura, sieben Tore. Keine Sorge, wie gehen wir woanders hin? Immer noch vorne schlafen. Ah, leck mich doch. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Zweite Alarm. Ausreichend auf. Hat keiner mitbekommen, ne? Hehehe. Ach, das war jetzt. Ach, guck mal, wir hätten auch hier das umschmeißen können. Auf ihn. Ah, interessant. Okay. Beim Heben die Beine einsetzen. Schwerer Kunde. Ja, war jetzt nicht so geplant, aber hat auch funktioniert. Dummen Glück muss man haben. Beim Heben die Beine einsetzen. So. Ein gutes Entree. Tut er da? Legen wir los, ja? Du solltest die Leiche reinschmeißen, nicht dich. So, okay, dann am Alarm ausgelöst, aber egal. So, können wir eigentlich hier am Strand entlang? Oh, guck mal, wir können auch hier lang. Okay, was bringt uns das? Wir könnten uns den hier schnappen. Ja. Wir haben hier den Magistratus. Der würde hier auf jeden Fall einen auf den Sack kriegen, wenn wir den hier zum richtigen Zeitpunkt killen. Aber die anderen sind halt noch im Weg. Lieferung 301 soll sofort zur Eisen. Das ist die Magie des Spiels. Hier läuft nicht immer alles wie geplant. So muss auch sein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist von hier oben. Wir müssen erst die hier irgendwie wegkriegen, bevor wir ihn hier dann K.O. hauen. Wir könnten uns jetzt hier natürlich erstmal durchmetzgern. Guck mal, das hier ist doch ein Akolyt. Ja, das ist ein Akolyt. Den können wir uns einfach so schnappen, weil guck mal, der kommt gerade her. Der wird von hier gedeckt. Okay. Kein Problem. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier direkt rüber. Auf den Punkt gebracht. Meine Seele ist Rasiermesser. Das ist für keine erlesene Wahl. So, erstmal hier wieder saven. Ah, ein Rezept für die nächste Strategie. So, hier sind zwei Akolyten. Könnte man. Ja, guck mal, der ist auch abgelenkt. Kommen wir da hin? Kommen wir von da oben hin? Hey! Wir können hier rein. Wir können dann hier raus. Das bringt uns aber gar nichts. Warum kann ich hier hoch? Unmöglich. Ergibt es für mich so nicht so wirklich Sinn, was es mir hier bringen mag, okay? Ich dachte, ich kann von hier aus irgendwie hier rüber. Das bringt mir ja gar nichts. Alternativ könnten wir auch den kompletten anderen Weg nehmen. Erstmal. Ja, ach so, das ist hier am Anfang. Ja. Kein Blick zurück. Ich bin ja, gehen wir erstmal einmal außen rum.
Von hier sind wir ja gekommen ursprünglich. Tempo ist essentiell. Legen wir los, ja? Wir können hierher zurückkehren. Wir werden dir Probleme machen. Wird erledigt. Weil der ist die ganze Zeit beschäftigt, der guckt nach da hinten. Fein gehackt und gewürfelt. So. Mit etwas Würze. Was haben wir denn da? Mir gefallen diese Aussichten. Theoretisch könnten wir auch beide plätten. Aber ich warte, bis er wiederkommt. So, so, Nova ist im Lurk und spielt nicht das beste Spiel. So, so. Meine Kombüse ist das Schlachtfeld. Der Kampf Kein beginnt. Blick zurück. Jetzt wird das was. Schwerer Kurs. Schwer. Was springt für mich dabei heraus? Schnappen uns den auch noch eben. Ein Moment, der bleibt. Dem leisen. Stattliche Sammlung, die oh, doch nicht. Da, scheiße. Ich hab ein Stück uraltes das, der Dolch braucht einfach viel zu lang. Der Dolch braucht viel zu lang. Mir gefällt's schon. Der Tod ist keine Niederlage. Wer hat uns entdeckt? War das der hier? Ja, war einfach nur schlechtes Timing. Sehr traditionell. Stattliche Sammlung, nee, er war das. Okay. Da hat. Nein. Nun also. Ich habe ein Stück uralte. Okay. Okay, das ist er da hier. Eine Erinnerung entfesselt. Ah, der guckt ziemlich weit. Okay. Meine Klinge. Mir ist gefallen bereit. Diese Aussicht. Check mal das hier. Hier gibt es ein wenig Verderbtheit. Ich habe bereits um einen Ritus der Läuterung gebeten. Gut, dann waren die Berichte über deine Gewissenhaftigkeit wohl nicht übertrieben. Ich lebe, um der Maid zu dienen, wobei ich diese Aufgabe recht speziell finde. Der Große Rat hat unser Bestreben abgesegnet. Deine Frömmigkeit wird nicht besudelt werden. Gut zu hören, Dero Eminenz. Der Große Rat. So, so. Okay. Lass mich dich erinnern. Oh. Achso. Eine würdige Erinnerung. Warum sind die Güter zur vorübergehenden Lagerung immer noch im Übergangsbereich? Die müssen sofort in den Bereich zur vorübergehenden Lagerung. Ah, ich habe gehofft, dass er jetzt sagt, alles klar, ich kümmere mich drum und dass er geht. Er ist das Problem. Ihn kann ich mit der Pfeife nicht locken, weil ein Kommissarius dreht sich nur um. Ich glaube, wir müssen den erstmal ignorieren. Das Problem ist, das ist ein Akolyt. Lieferung 301 soll sofort zur Eisenbahn verschifft werden. Kommissarius. Das lässt sich. Habe ich den nicht gekillt? Achso, nee, Quatsch. Den konnte ich nicht killen, weil der hier ihn gesehen hat. Ich könnte. Müssen wir jetzt wirklich darüber reden? Den irgendwie herlocken, weil er würde sich nur umdrehen, er würde herlaufen. Oh. Alle Kisten das von hier besonderem Interesse sind würde ihn umnatzen. Warte mal. Bevor sie nach Gran Alcazar verschifft werden. Ah, ich könnte von hier entlang, wenn er mit ihm beschäftigt ist, hier lang und ihn ausnocken. Oh. Dann ist er tot und dann kann ich den hier killen. Ja. Okay, einer muss zurück. In dich. Ja. Go, go, go. Das wird ja witzig. Okay. Ah, das ist schön. Gibt bestimmt noch andere Wege, aber die Entwickler haben mir hier eindeutig den Weg gezeigt, den man nehmen kann. Mal gucken, wie kam ich nochmal da hoch? Von ganz da hinten. Einmal um die halbe Insel laufen. Ein gutes Entree. Man, er kann ja auch schwimmen, also mit dem könnte ich auch irgendwie noch hier vielleicht rankommen. Mal gucken. So, pass auf. Ein Rezept für die nächste Strategie. Hoppla. Da war ich zu schnell eben. Mit etwas Würze. Das sind auch Dienerinnen und Diener. Ah, er ist im Weg. Nein, ich hab den falschen. Ich muss tauschen. Ich muss den hier einmal ablenken, dass der mit der Pfeife quasi sich umdreht. Sonst komme ich hier nicht durch.
Oder? Anders wüsste ich es gerade nicht. Weiß nicht. Wie reagiert der, wenn ich pfeife? Erinnerung eingefangen. Die ältesten Tricks sind die besten. Kommt er dann? Das wäre zu einfach, oder? Kommt der? Nee. Ne? Alle Kisten von besonderem Interesse sind dreifach zu versiegeln und zu kennzeichnen, bevor sie nach Gran Alcazar verschifft werden. Alternativ, ich kann hier runter. Kann hier wieder hoch, ne? Hier ist eine Leiter, oder? Nee, hier ist keine Leiter. Komme ich hier mit wieder hoch irgendwie? Wo ist denn dieser? Ja, auch nix. Okay, wie könnte ich den drehen? Ich müsste ihn so pfeifen, dass ich keinen anderen herlock. Also, wir tauschen mal. Unser Ziel ist klar. Die Gelegenheit ruft. Kein Rückzieher. Ist cool, dass ich die Karte so genial machen kann. Dauert kurz, wir müssen ja die Position tauschen. Dummerweise. Die falschen Personen. Vorbereitung ist alles. Ich bin bald dort. Hat jemand Hunger? Ja. Beweg dich wie Wasser. Da lang bitte, ne? Nein, 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 nein. Hä? Warte mal, was? Was? Kinderspiel. Hä? Wo sind wir gerade durch? LOL, das ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Also sorry, aber das sieht ja keine Sau, ey. Meine Güte. Wie weit guckt der hier? Da kann man sich hergucken. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier hingehen. Okay. Nochmal speichern. Ihn schon mal auf die Position bringen. Das war knapp. Stattliche Sammlung, die Ignacia da hat. So. Ich habe ein Stück uraltes Anglerfleisch entdeckt. Das stammt von den benachbarten Inseln. Schreckrankenbucht. Anglersruh. Und da ist noch mehr. Korallen vom Unheilsriff. Platten aus der Eisenbucht. Ich möchte behaupten, Ignacia ist von dem Rätsel heillos überfordert. Wo ist denn dieser Akolyt? Immer nach vorne schauen. Der ist nun schon seit 0,8 Minuten überfällig. 0,8 Minuten. Meine Komböse ist das Schlachtfeld. Oh, das Timing muss gut passen. Sobald er sich dreht, pfeife ich. Keinen Blick zurück. Nein, mit denen kann man nicht drehen. Kann ich's? Ich darf halt den anderen nicht pfeifen, ne? Boah, ich dachte gerade. Die läuft einfach los. So, hoff, das funktioniert. Wird erlebt. Ich bin hier. Das Gewicht nimmt Form an. Mal sehen, was da draußen ist. Okay, hat funktioniert. Und der hier ist Gott sei Dank nicht hergelaufen. So, ist die Frage halt, ob das dir auffällt. Also wie die reagieren, wenn der hier umgenatzt wird. Ah, lol, ich hätte auch hier hochgehen können. Kann ich gesehen. Da stimmt doch was nicht. Ein Unfall. Ja. Definitiv ein Unfall. Der Kasus ist ganz klar. Ich bin nämlich wieder meine Pflichten verdächtig. Durch die Schatten hindurch. Nur einen Moment. Was ist denn hier passiert? So. Das muss aus gutem Grunde geschehen. Meine Seele ist rasiert. Schwer, das zu begreifen. Ich hoffe, der kommt nicht hier hoch. Die Blätter verbergen alles Mögliche. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Wo ist er? Am Schwimmen? Ah, da. Ich folge dem Plan. So, wir haben jetzt keinen, der uns beobachten kann, ne? War das der Fluch? Oder einfach ein Schicksal? Eine erlesene Wahl. Dabei. Das wird beim Heben die Beine einsetzen. So. Legen wir los, ja? Den da machen wir es auch platt. Die Magie erinnert sich.
Die braucht halt echt ewig, ne? Immer. So. Wieder zwei weniger. Das gefällt mir. Kannst eigentlich auch wieder da hochgehen. Dann haben wir noch die zwei Idioten. Der hier läuft ja eh die ganze Zeit hin und her. Den können wir auch herpfeifen. Wo ist denn dieser Ah, das ist Kommissar. Der ist nun schon seit 0,8. Ein Festschmaus für meine Klänge. Tempo ist essentiell. Also ich glaube, den können wir doch so wegnatzen, oder? Hier ist so ein toter Winkel, aber da können wir uns nirgends verstecken. Vorsicht mit dem Getier vom Unheilsriff. Wer weiß, welche zu Dienst. Energie noch in Genen schlummern. Mir gefallen diese Aussichten. Feuer! So. Mitnehmen. Gehen wir woanders hin. Achievement. Nicht gesehen für was, aber. Wo blickt der das jetzt? Oder mit wem redet der jetzt? Warum sind die Güter zur vorübergehenden okay. Lagerung immer noch im Übergangsbereich? Die müssen fein gehackt und zur vorübergehenden Lagerung. Mir gefällt's schon jetzt. Es gibt keine Entfernungen. Ja. Auch weg mit dir. Hip an. Bis. Direkt auf den. So. Punkt gebracht. Allzeit bereit. Willkommen auf der anderen Seite. So, ist die Frage. Die Taschen des Magistrators sind leer. Ah. Finde ein Fragment in der Nähe. So könnten wir mehr erfahren. Okay. Der Tod ist keine Niederlage. Erstmal jetzt das Türchen aufmachen. Es ist angerechnet. Haben wir zwei Türen? Ich weiß nicht. Die Spezialfähigkeit. Nicht ganz kapiert, für was das uns bringt, aber okay. Schon unterwegs. Nimmst du mir das ab? Die Inquisitorin hat dich dazu auserkoren, das Rätsel zu bewachen, Bruder. Selbst ich kann die Verderbtheit dieses Dings spüren. Nimm's mir ab. Zumindest für eine Weile. Sehe ich auch so. Das ist mächtig. Nun gut, gib ihn mir. Hab Dank. Die Akolyten können über dich wachen, während du im Leuchtturm meditierst. Solltest du irgendwelche Abnormalitäten spüren, können sie dir helfen. Ja, können sie dir helfen. Einmal. Sieh an. Diese Judex hat das Rätsel also zum Leuchtturm mitgenommen. Ei. Und der Text scheint von Seelenenergie erfüllt zu sein. Geh zum Leuchtturm. Vielleicht können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Frage ist... Die Zeit rast. Also wir können mit einem... Eine Mischung aus Erinnerungen. Mit einem hinschwimmen. Weil die hier beschäftigt. Das heißt, die beiden sind so beschäftigt, dass wir uns bis hierher schleichen können. Und sie hat ab hier nichts mehr zu sehen. Wir müssen nur das Licht hier auskriegen. War der ganz schön weiten Sichtradius. Was springt für mich dabei heraus? Also gut, let's go. Let's do it. Wir haben ja sehr gut alle aufgeräumt. Hier ist ja keine Sau mehr. Das Dorf ist quasi gesäubert. So, ich weiß nicht wie... Durch die Schatten. Wie lange das dauert, so ein Licht auszumachen? Ich übernehme das. Guter Geschmack. Okay, dauert sehr lange, wie es aussieht. Timing war scheiße. Setzt die Zeit zurück. Und wir können es erneut versuchen. Hä? Jetzt ist es auf der Seite. Willst du mich verarschen? Das Eisen brennt. Habt ihr das gesehen? Emali setzt die Zeit zurück. Und wir können es erneut versuchen. Ich stand erst hier, dann wollte er außen rum. Jetzt bin ich von da gekommen, dann wollte sie außen rum. Mir gefällt's schon jetzt. Probier's jetzt nochmal aus. Die verarscht mich doch.
gut, solche Rückendeckung zu Guck, haben. Ah, habt ihr das gesehen? Guck, jetzt will sie wieder da lang. Oh, man muss... Direkt auf den Punkt gebracht. Man muss immer... Ah, sie hat es geschafft. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ein Moment, der bleibt. So, sie ist in Alarmbereitschaft, das ist kein Problem. Vorbereitet. Oh, scheiß Doppelklick. Entfesselt. Die perfekte Balance. Jetzt wird das was. Oh, kein Doppelklick. Ein Doppelklick, Dossi. Nein, gut, ganz ehrlich, also er kann schwimmen. Schnell. Da ist der Leuchtturm. Bleib und in sie? Den Schatten. Meide den wachsamen Blick der Jedex. Mir gefällt's schon jetzt. Hm? Fußspuren? Das melde ich später. Oha. Eine Ablenkung, der ich nicht nachgeben darf. Oha, die sieht Fußspuren. Krass. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Okay. Guter Geschmack. Sieh an, sieh an. Die sind echt blind. Sau gut. Ich weiß, die Wie weit kann die gucken? Okay. Es ist angerichtet. Das war nicht das Ventil. Ah. Okay. Okay. Aus dem Wasser kommen ist zu laut. Die perfekte Balance. Dann müssen wir doch hier aus dem Wasser kommen. Das Gerecht nimmt Form an. Das war nicht bloß ein Tier. Der ist zu laut, der Typ. Er platscht zu laut. Wird erledigt. Ich bin allzeit bereit. Ich übernehme das. So. Legen wir los, ja? So, bitte. Tut, was ihr könnt. Aber tut's. Wie erwartet. Meine Seele ist rasiert. So, Leichen müssen weg. Noch etwas für die Schatz. Na, Leichen müssen immer weg. Weiß zwar nicht, wie laut das ist. Meine Klinge ist bereit. Beim Heben die Beine einsetzen. Aber wohl leise genug. Zu Diensten. Kommst du da hoch? Das wäre krass. Das wäre krass. Kein Rückzieher, was? Okay, sie musst du machen. Katsching. Deine Seele ist frei. So. Sieh mal einer an. Eine Steintafel mit Schriftzeichen. Und sie quillt über vor Seelenenergie. Nun, sind das Mordecais Worte? Ich kann es spüren. Ei, hör nur. 5 aus der Marley Crew gesucht. Relikte verloren am zeitlosen Strand. 1 aus Borke und Dornen verflucht. 1 aus Erzen. Schwarz und Aschen verbrannt. 1 aus Knochen und Fingern kalt. 1 aus der Zukunft unbekannter Gestalt. Bring ans Licht des Käpt'ns Zug. Hinter Marleys geheimer Tür und Luke. Ah, die Stimme des Kapitäns wieder zu hören, dauert schon zu lange. Gut gemacht. Bring die Rätseltafel mit. Ich hol die Seelenenergie raus, sobald du an Bord bist. Risse. Gut, die Risse habe ich ja. Das heißt, einfach dafür sind sie da. Ja gut, okay. Immer noch. Ich frage mich, ob es noch Geheimnisse gibt, die man hätte aufdecken können hier. Ich meine, er kann ja schwimmen. Ist jemand aus dem Rätsel schlau geworden? Keine Ahnung. Das muss ein Rätsel sein, das nur die Marley lösen kann. Wir haben in zweierlei Hinsicht gesiegt. Diese Tafel birgt eine Menge Seelenenergie in sich. Irgendwelche Vorschläge, wen wir jetzt wiederbeleben sollen? Es ist deine Entscheidung, Frau Navigatorin. Du hast bereits weise entschieden. Durch die Tiefen geht's. Hat jemand Hunger? So, Mission erfolgreich abgeschlossen. Also für eine Demo, ne? Ganz klar, für eine Demo ist das echt gigantisch lang. So, wir haben natürlich wieder hier
abgeschlossen. Wir haben mittlerweile 3 Entwickler eliminiert, sage ich mal. Keine Entfernung ist Schritt 1. Ah, das durch Blinzeln zurück. Ach so, okay. Entdecker A4 abgeschlossen. Okay, für die zwei zählt das quasi. Locke mindestens 4 Akolyten oder geeinte gleichzeitig mit Vogelruf an. Ah, das war dann eher ein Zufall. Das Säbelrasseln ist erledigt die Wache mit diesem Crewmitglied. Okay. Einfach gewisse kleine Mini-Achievements. Nutze alle Risse. Ach, hätte ich jetzt mit einem in den Riss und mit dem anderen in den anderen Riss sollen. Ah. Ja, okay. Wie dämlich. So, hier kann man nochmal schön die Wiederholung reingucken. Ist diesmal sogar 31 Minuten. Das letzte Mal haben wir ja 2. Ah, guck mal, hier oben sieht man eine kleine Kill-Statistik. Wer so am meisten auf dem Gewissen hat. Ja, die sind eigentlich ebenwürdig, muss ich sagen. Bisher. Ah, jetzt legt sie so langsam. Oh ja, jetzt legt sie richtig gut los. Er holt noch ein bisschen auf. Oh, Gleichstand. Wow. Echt cool. Sau, sau cool. Naja, jetzt haben wir ein bisschen umgelegt. Jetzt sind wir einmal hin und her. Da, die beiden. Hin und her, pipapo. Dauert ein bisschen. Einmal so. Ach, scheiße, war doof. Und zack, wieder einmal getauscht. Sehr geil. 9-9 steht's. Zack, zack. 10-11. Oh ja, jetzt führt sie. Jetzt führt sie eindeutig. 16 zu 12. Somit hat sie gewonnen. Wie gesagt, ich finde das immer ganz amüsant, das Ding durchlaufen zu lassen. So, sieht man ja auch hier nochmal. Ah, dann war das. Okay, komische Statistik. Hier sind es jetzt 24 zu 15. Dann weiß ich nicht, was diese Zahlen zu bedeuten haben. Keine Ahnung, aber okay. So, ausgelöste Alarme ein. Ja, ist okay. 36 mal gespeichert, 9 mal wieder geladen, 28 insgesamt getötet. Das passt irgendwie alles nicht, ne? 28 getötet, aber 24 plus 15? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das sind dann bei mir ein bisschen mehr wie 28, aber naja, was soll's. Es ist ja auch egal. Halte X zum Vorspulen des Gameplays. Ja, genau, man kann auch ein bisschen vorspulen. So. Wir könnten da ja eine Umfrage machen, wer mehr auf dem Säbel hat zum Schluss. Achso, du meinst, bevor die Missionsstatistik kommt, könnt ihr eine Wette abschließen, meinst du? Das wäre machbar, ja, wenn ich dran denke. So, die Crew-Geschichte. Ich würde nochmal wechseln, mal gucken, was uns der Fisch gleich hier auftischt. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Okay. Bin gespannt. Also, wie kommst du mit deiner Aufgabe voran? Ich hoffe, du weißt, dass im Scheitern keine Schande ruht. Nur wenige Fische haben... Hier, ich habe die Pistole, nach der ihr verlangt habt. War klar. War so klar. Du hast sie? Ja, hier, nehmt. Das ist tatsächlich die Pistole, nach der ich verlangt habe. Bin ich nun also euer Schüler, Sensei? Es scheint, als wäre dies der Fall. Nun, dann nenne mir zunächst einmal deinen Namen. Wie du bereits weißt, bin ich Toya, aus der Iger-Familie. Wie soll ich dich nennen? Mir hat nie jemand einen Namen gegeben. Ist dem so. Fürs Erste werde ich dich Schüler nennen. Oh, ihr ehrt mich, Sensei. Worin besteht meine erste Lektion? Ah, Schüler. Du bist sehr eifrig. Genau wie ich damals. Nun, zunächst musst du die Heimlichkeit meistern. Ich demonstriere es dir. Zunächst widmen wir uns der Wichtigkeit einer guten Deckung. Mhm. Wakata. Okay. Wo aber die Blume daherkommt? So. Siehst du mich? Ich sehe euch nicht, Sensei. Das ist der Punkt. Ein fähiger Koch kann selbst aus den lausigsten Zutaten ein Gericht zaubern. Und genau so muss auch ein Assassine lernen, seine Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen.
Okay. Widmen wir uns einer etwas fortgeschritteneren Technik. Ein Assassine muss immer einen Plan B in petto haben. Eine Fluchtmöglichkeit für den Fall, dass er auffliegt. Hier, das ist meine Herangehensweise. Nutze deinen Skill Katashiro. Wie soll ich den nutzen? Schattenklänge. Wo soll ich den hinmachen? Da unten hin? Ja, noch einmal. Oh? Okay, ich mach einfach mal. Stimmt, habe ich nie bedacht, dass ich das auch so nutzen kann. Stimmt, ich kann ja mich damit auch teleportieren. Eine ja. Überaus fortgeschrittene Technik. Selbst mit der Hilfe meiner schwarzen Perle habe ich Jahre gebraucht, um sie zu meistern. Nun ist es Zeit zu üben. Denke daran, wer übt, scheitert nicht. Scheitern bedeutet, nicht zu üben. Natürlich, Sensei. Danke, Sensei. Haben wir nachher einen teleportierenden Fisch wahrscheinlich. Gut. Ich werde bald zurückkehren und deinen Fortschritt bewerten. Crew-Geschichte abgeschlossen. Nicht noch eine. Okay, wir können nicht weitermachen. Dann geht's mit ihr weiter. Auf zur Male runter. Wir haben ja ein paar Mitglieder vorhin gerettet, also am Montag. Die Frage ist natürlich, wenn wir in der Demo jetzt jemanden freischalten, wie ist das dann in der Vollversion? Mir gefallen diese Aussichten. Diese Steintafel, das sind die Worte des Käpt'ns, für uns gedacht. Mir ist sofort aufgefallen, der Stein trieft vor Seelenenergie. Ein Geschenk des Käpt'ns, ich hab sie schon rausgezogen. Ich glaube, wir haben genug, um noch ein Crewmitglied wiederzubeleben. Die Entscheidung überlasse ich dir. Ich jedenfalls werde über die Geheimnisse des Rätsels nachdenken. Haben wir jetzt alle Möglichkeiten? Ja, wir haben alle. Okay, die Baumtussi kennen wir ja schon. Die ist... Was ist die hier? Wir gucken nur nochmal. Das war, glaube ich, die hier, ne? Immer nach vorne. The Lady genau. Zu Diensten. Also die The Lady kennen wir ja schon. Ja, weiß noch nicht. Kanonierin bereit. Gelle-Lebris, die Kanonierin. Immer wenn an Bord der Male Waffen und Kanonen Pflege brauchen, ist die Gelle zur Stelle. Um sie zu reparieren, abzufeuern und zu warten. Nebenbei schreibt sie Gedichte und liest sie allen vor, die sie hören möchte. Klingt doch schon mal sehr sympathisch. Sie kann eine Kanone abfeuern. Ihre Kanol, das bretonische Wort für Kanone, kann eine Person, ob sie will oder nicht, so weit das Auge sehen kann, verschießen und so außer Gefecht setzen. Wie auch die Person auf die Gale gezielt hat. Kann ich da auch Leichen reinpacken? Wäre interessant. Kanol Express, ihre Kanone verfügt über eine ebenfalls magische Reap, das Verbündete in die Kanone ziehen kann, bevor sie überhaupt wissen, wie ihnen geschieht. Also könnte ich das als Notfall nochmal aktivieren, falls vielleicht einer fast aufgedeckt wird? Klingt auf jeden Fall sehr witzig. Die Böller, diese Böllermarke Eigenbau, macht jede Menge Lärm und lenkt in der Nähe die Aufmerksamkeit auf sich und nachts sehen sie besonders schön aus. Ich glaube, die kann man werfen. Das ist der große Vorteil von der Flöte. Die Flöte ist das Problem, du selber musst an der Stelle stehen und hast dann diesen Range. Bei den Böllern könnte ich mir vorstellen, du zündest die an und wirfst sie an die Stelle, um schon mal jemanden näher herzulocken. Und dann wäre vielleicht im Flötenradius, dann könntest du mit der Flöte nur mal wieder ein bisschen herlocken vielleicht. Dann, sie kann nicht Ranken, Pflanzen klettern. Ja gut, mit der Kanone zu klettern ist auch schwer. Und sie kann auch mit der Kanone nicht schwimmen. Positionswechsler kann die Wache eine Weile ihre Position verlassen lassen, ein Pro-Team erfüllen. Ich kapiere immer noch nicht ganz, was diese Archetypen sind. Infiltrator schleicht sich zum Einsatz hinter die feindlichen Linien. Diese Archetypen habe ich noch nicht ganz kapiert. Also... ein interessanter Charakter, die Böller auf jeden Fall cool. Das ist noch ein bisschen fragwürdig, ob ich Leichen verschießen kann oder ob ich aktiv einen Gegner da reinstopfen muss und dann auf einen anderen schießen muss. Schwierig. Güldene Grüße.
Okay, sehr interessant. Quentin Albers, der Schatzsucher, teilt nicht gerne seine Schätze, was seine Rolle an Bord der Marley recht speziell macht. Zum Glück passt Quentin so perfekt zum Rest der Crew. Du solltest seine Truhe nicht anrühren, wenn dir deine Finger lieb sind. Okay. Die Schatzangel. Eine Mehrzweckangel, mit der du Verbündete aus der Klemme holen, die Körper von Inquisitionsschergen in Quentins Truhe ziehen und sogar manchmal Hebel und ähnliche Sachen aus der Distanz betätigen kannst. Oh, das ist interessant. Sprich, das, was wir vorhin aktiviert haben, diese, ich nenne es jetzt mal Falle, wo dann die Kiste runterkam, hätte der mit seiner Angel quasi machen können. Der goldene Kopf, also das, was er da in der Hand hält. Quentin nimmt seinen goldenen Kopf ab und wirft ihn auf den Boden. Unerfahrene Angehörige des Inquisition lassen sich in der Regel durch seine Funkeln anlocken, durch um Sekunden nach dem Aufheben klassisch erdolcht zu werden. Ernsthaft, ich werf den Kopf hin, die heben den Kopf auf und werden dann vom Kopf erdolcht. Allein aus dem Prinzip hätte ich schon Bock, ihn zu nehmen. Mal ganz ehrlich. Außerdem kann er halt auch Inquisitionsschergen mit der Angel. Also, wenn ich einen kill, kann ich noch schnell die Leiche mit der Angel rausziehen im Notfall. Man muss schnell sagen, gut, mit Umschalt kann ich ja das schnell regeln. Klingt interessant. Hallo, Luca, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Also, das klingt auf jeden Fall sehr witzig. Kann klettern und kann schwimmen. Hab mich zwar wieder schwimmen kann mit einer Truhe auf dem Rücken, aber okay. Mr. Mercury, zu Diensten. Dann John Mercury, der Schiffsbauer. Du kannst schon immer herumlaufen. Und bei der Arbeit sehen, wie er Geisternägel wieder festnagelt oder das Deck schrubbt oder mit seinen fischigen Freunden zur Original plaudert. Wobei keiner so recht weiß, was er eigentlich mit den Schildkröten meint. Okay. Er kann Anker runter. John kann mit seinem Anker ein Portal in die Tiefen öffnen, wo er sich, falls nötig, ewig verstecken kann. Das heißt, wenn er entdeckt wird, kann er noch schnell Fupp machen. Tschüss. Okay. Dann können wir auch Anker hoch. Er kann auch durch ein anderes Portal zurückkommen und dabei mit Schwung den Anker in die Luft schleudern, um einen Feind damit zu erschlagen. Das heißt, ich könnte mich verstecken, der Gegner kommt, guckt, wo was ist und dann haue ich wieder raus. Okay. Und zur Original. Zur Original hat nichts dagegen, sich umzusehen und er springt gerne aus der Tiefe hervor. Die meisten Personen reagieren ziemlich überrascht, wenn sie ihn sehen. Ah, dieser Charakter ist schwer. Sehr, sehr schwierig, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was ich mit ihm machen könnte, außer halt Leute anzulocken, ihn zu verstecken, wieder rauszukommen. Weiß ich nicht. Ja, ich rieche halt nach schönem frittierten Fett. Oh, frittiertes Fett. Also nach einer Pommesbude. Also bei ihm tue ich mich sehr schwer. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie ich Sir Reginald so wirklich... Also irgendwie kann jeder so was anlocken, ne? Oh, da ist noch einer. Zu Diensten. Pinkus von Presswald, sehr schöner Name. Der Quartiermeister. Er führt die Bücher der Marley und kümmert sich um Proviant und Nachschub. Außerdem weiß Pinkus ein Pfeifchen feinen Tobaks zu schätzen, während er besagte Bücher für seine persönlichen Memorien zweckentfremdet. Er hat auch nur zwei Fähigkeiten. Den Seelenstöberer kann seine Seele einem Gegner aufzwingen und dessen Körper übernehmen. Danach müssen sie sich die meisten erst einmal erholen. Die Frage ist, was für eine Reichweite das hat, aber theoretisch, das ist eine interessante Sache für Gegner, die schwer zu erreichen sind, wenn es mehrere sind und du hast halt zwei Leute dabei. Den einen killst du, den anderen übernimmst du einfach, aber dann könntest du auch beide gleichzeitig killen. Ah, könnte aber trotzdem interessant sein. Und Münzen. Wenn Pinkus nicht mit Münzen um sich werfen würde, um die Blicke der Massen auf sich zu ziehen, wäre der Bankrott, deren von Presswald vielleicht noch abzuwenden gewesen. Okay, er ist also bankrott gegangen, weil er zu viele Münzen rumgeworfen hat. Okay, er kann also auch ablenken. Also so gesehen, die eine kann ablenken mit Feuerkörper. Er kann ablenken mit Münzen. Wir haben einen Angler. Wir haben jemanden, der einen Fisch hat und mit einem Fisch ablenken kann. Oh. Er kann nicht klettern und kann aber auch nicht schwimmen, okay. Theresa. Noch eine. Bereit zum Dienst. Wie viele Leute haben wir denn hier? Die Scharfschützin. Sie haust im Krähennest, die verbrannten Augen immer an dem Horizont geheftet. Theresa kann Schiffe auch noch im Sturm erkennen und an einem Tatort kleinste Details sehen. Ihre Schüsse verfehlen nie ihr Ziel. Eisernes Urteil. Kann zwei Arten von Seelenenergiepfeilen über große Entfernung verschießen und das Ziel mit einem tödlichen oder nur vorübergehenden Urteil bedenken und das
aschenes Urteil die am Pfeil befestigten Ascheblenden Gegner vorübergehend. Okay, also einmal jemanden blind machen, kurze Zeit, also ausnocken quasi, dass er nichts sehen kann. Das könnte interessant sein. Ist halt die Frage, was für eine Reichweite wir da haben. Und das andere ist halt töten. Ich hoffe, ist halt die Frage, wie oft können die das tun? Immer oder sind da nur begrenzte Anzahl an Schüssen drin? Sie hat hier, setzt mächtige Skills zur Beseitigung von Wachen ein und spezialisiert auf Fernangriffe, um den Feind aus der Distanz zu erledigen. Obwohl sie hier einen Dolch hat, hat sie keine Fähigkeit mit dem Dolch. Kann nicht klettern, nicht schwimmen. Okay. Ich glaube, sie wäre fast... The Lady zu Diensten, Theresa. Meine... Bereit zum Dienst. Ah, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ist schwierig. Die Kanonierin ist ein bisschen verlockend wegen den Knallfröschen. Aber auch wegen der Kanone. Von Press Mercury steht zu Diensten. Der Kopf ist halt unheimlich cool, ne? Und ich stell's mir halt ultra witzig vor. Kanonierin bereit. Mr. Mercury steht zu Diensten. Aber wir haben keinen Fernkämpfer, ne? Wir haben zwei Nahkämpfer momentan im Team. Also eigentlich von der Strategie her macht es schon Sinn, sie mitzunehmen. Aber ich finde das so lustig. Ich muss das nehmen. Die Angel, ich muss ihn nehmen. So, ich muss ihn nehmen. Allein schon die Tatsache, dass ich den Kopf hinschmeißen kann, jemanden hebt ihn auf und wird einfach erdolcht. Also hier steht es ja auch, Sekunden nach dem Aufheben klassisch erdolcht zu werden. Oder ist das nur die Beschreibung nach dem Motto, er wird abgelenkt durch den Kopf und jemand anders muss kommen und den Gegner erdolchen? Dann wäre es nicht so lustig. Ja, weil wir haben unsere Lüftung gereinigt und weil ich so groß bin, musste ich das machen. Siehste, ich bin gerne klein. Dann erspart man sich das. Ich glaube nicht, dass er erdolcht, weil wie soll er aus dem Kopf ein Dolch kommen? Mr. Mercury. Wir nehmen jetzt sie, weil wir keine Fernkämpferin haben, ganz ehrlich. In der Hoffnung, dass die Dinger hier nicht irgendwie nur eine X-Anzahl an Munition hat. Gib ihm. Ja. Machen wir. Krass, dass wir am Anfang so viel zur Auswahl haben, ne? Nun, du hast also diese verkohlte Leiche mit einer weiteren schwarzen Perle bedacht. Nehme an, ich sollte dir wohl dankbar sein. Theresa Lasiega, weißt du, ich bin mit den Geschichten über dich und deine Eskapaden aufgewachsen. Ein hart verdienter Ruf. So leicht desertiert man nicht von der Inquisition. Und wer bist du, hä? Ich brauche nicht mal Augen, um zu sehen, dass du hier neu bist. Fia Manicato. Die Mali hat mich zu ihrer Navigatorin ernannt. Noch eine Närrin, die Blinde führen soll. Nun gut, wir werden ja sehen, aus welchem Holz die geschnitzt ist. Was, Mali? Frau Scharfschützin, wie immer merkst du, dass ich dich beobachte. Ist das Trainingsdeck bereit? Ich spüre, dass sich die Asche in meine Knochen gesetzt hat. Aber gewiss doch, Frau Scharfschützin. Okay, wir dürfen mit ihr ins Training gehen. Bin gespannt. Da lernen wir auf jeden Fall gleich die zwei Fähigkeiten kennen. Und dann werden wir auch gleich sehen, ob die Entscheidung weise war. Oder dämlich. Ich hab's erlebt. Ah, sie darf ihren Dolch doch verwenden. Okay, sehr gut. Die Pistole hat sie wohl auch. Und hier sehe ich jetzt keine Munitionsangabe. Das ist sehr gut. Eisernes Urteil, Ascheurteil und eine Herausforderung. Also, ändere meine Position. Einmal Eisernes Urteil. Da ist unser Ziel. Es ist vollbracht. Durch ein eisernes Urteil kann Theresa aus großer Entfernung Ziele mit ihrer Armbrust angreifen. Die Armbrust ist lautlos, doch das Ziel macht bei einem Treffer eine Menge Lärm. Vergiss nicht, hinterher deinen Bolzen aufzusammeln, du hast nur den einen. Ich verstehe. Okay, sie hat nur einen Schuss, aber wir können ihn jederzeit aufsammeln. Das ist gut zu wissen. Wäre auch sonst ziemlich immer, weil sonst können sie einfach rumballern wie irre. Ich kann sehen, wohin das führt. Lass Theresa durch Eisernes Urteil die Wache aus einer sicheren Entfernung beseitigen. Ja. Eisernes Urteil. Alter, was für eine Reichweite sind das bitte?
So eine Reichweite. Boah, das ist aber gigantisch. Respekt. Wieder in die Bresche. Okay, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Das eiserne Urteil. Meine Seele geschmiedet zu einem tödlichen Bolzen. Ja, okay. Die krass. Zukunft ruft. Wähle dein Ziel mit Bedacht aus. Therese hat nur einen Schuss. Pass auf, dass du den Bolzen nicht irgendwo auftreffen lässt. Von wo Theresa ihn nicht mehr zurückholen kann. Schau dir den Sichtkegel der Wachen an, um abzuschätzen zu können, wenn Theresa zuerst ausschalten sollte. Okay. Ja gut, ist ja klar, dass ich nicht ihn erschieße, sondern ihn. Möge das Schicksal unser Richter sein. Die Gerechtigkeit ist hart. Mein Urteil ist endgültig. Das Urteil ist nah. Ein simples Werkzeug. Wie schnell ist sie mit dem Dolch? Okay. Sehr fies. Sehr, sehr fies. Aber sie ist schnell genug. Ich weiß noch immer nicht so genau, wie sich bei dir Körper und Geist getrennt voneinander bewegen können. Immerhin geht's nicht mehr darum, wie ich mein Ziel auch ohne Augen treffen kann. Okay. Bisher ein sehr interessanter Charakter. Definitiv. Das ist ein Skelett. Ist das ein... Verschaffen wir uns eine bessere Übersicht. Kann ich irgendwas testen? Na, ist das so ein kleines Geheimnis hier? Ein Bolzen, ein Leben. Die Krähe fliegt. Wird nicht passieren. Okay, schade. So nicht. Was ist das hier da? Unmöglich. Ich schicke dir meine Entschlossenheit. Geht nicht. Okay, schade. Schade. Flammen. Ich dachte irgendwie, es wäre so ein kleines Gimmick, dass ich hier mit die Leiter runterholen kann und dann mit dem Skelett reden kann und das ist halt irgendwie keine Ahnung, Skelett sagt halt irgendwas Easter Egg-mäßiges. Sehr schade. Ich kann sehen, wohin das führt. Aber auch nicht, dass ich sonst hier irgendwie rüberkomme. So, bitte einmal aufmachen. Möge das Schicksal unser Richter sein. So, das war Nummer 1. Ist hier was Neues drin? Okay, Theresa ist eine Scharfschütze, die am effektivsten ist, wenn sie im Hintergrund bleibt, um die anderen Crewmitglieder zu unterstützen. Mit ihrer Armbrust kann sie Gegner aus großer Entfernung ausschalten. Falls sie lautlos bleiben muss, kann sie ihre Gegner auch blenden. Das wissen wir ja. Genau. So, das ist jetzt das Ascheurteil. Durch die Flammen. Aschenes Urteil lässt Theresa über große Entfernung ihre Gegner blenden. Das verkürzt den Sichtkegel eines beliebigen Ziels für einige Sekunden. Ach so, also nur den Sichtkegel. Okay, halt gerade für sowas, um dran vorbeizukommen. Okay. Na klar, dass wir hier rankommen. Es ist voll. Setze Ascheurteil ein, um die Wache zu blenden, damit du in den nächsten Bereich gelangst. Ah, guck mal hier, der Sichtkegel wird sogar so begrenzt, dass er hier gar nichts mehr sieht. Okay, sehr cool. Schicke dir meine Asche. Sehr, sehr cool. Das aschene Urteil. Die Strafe ist geringer, wenn auch und, nicht gänzlich aufgehoben. Und, nichts zum Aufheben, also... Ich hab's erlebt. Die Art von Aschebolzen, die bleibt. Die Krähe krallen. Ist nicht? Ah, geht nicht, schade. Okay, Erinnerung einfangen. Okay, was kommt hier? Ändere meine Position. Die Dauer von Ascheurteil variiert je nach Art der Wache. Ach, die Kommissaris zum Beispiel erholen sich schneller als Akolyten. Okay. Das heißt, ich muss hier aufpassen, wie man hier sieht. Wer ist der Akolyt? Er ist der Akolyt. Er ist der Kommissariat. Deswegen müssen wir quasi immer erst auf den Kommissariat gehen. Beide decken sich, wenn ich das richtig sehe. Genau, beide decken sich. Verschaffen wir uns eine bessere Übersicht. Ist das laut, wenn ich schieße? Gar nicht. Ein kleiner Frevel. Die Stimme ist leicht zu benutzen. Tack, 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 tack. So geil. So geil. Okay. Die Krähe fliegt. La pequeña muerte. Genau, meine Worte.
fies, wie sie einen noch umdrehten, dass er ja in die Augen von ihr guckt. Also Augen, ne? In die Position, wo Augen sein sollten eigentlich. Egal. Da ist die Tür. Alles klar. Ich hatte schon Angst, dein Körper würde komplett zu Asche zerfallen. Meine Seele mag durch das Maidenfeuer versenkt worden sein, doch noch steckt die Kraft zum Kämpfen in mir. Die Zukunft ruft. Ja, perfekt. Herausforderung. Alles gut, brauchen wir nicht. Es ist in Ordnung. Du hast alle Herausforderungen gemeistert, Frau Scharfschützin. Nun wirst du im Rätselraum erwartet. Noch den Dolch ablegen, um eine weitere Kette zu sprengen. Und das ist jetzt quasi die Story. Erstmal alle wiederbeleben, damit wir alle haben, um die Ketten zu sprengen. Und wieder in die Bresche. Zack. Nummer 2 von 5. Therese. Ei. Hier, um gegen die seelenlose Inquisition zu kämpfen und den Wahnsinn des Maidenfeuers auszumerzen. Correcto mondo. Peng. Das ist alles, ja? Dann wird die weiße Krähe wieder in ihr Nest zurückkehren. Solltet ihr mich brauchen, findet ihr mich dort. Hoffentlich geht's mit dem Fisch weiter. Wäre lustig. Ich frage mich vor allem, was das bringt, ne? Haben wir nachher einen zusätzlichen Fun-Charakter in Form eines Fischs? Frau Navigatorin, kehre zu mir zurück, sobald du bereit bist. Ja. Durch wir kurz gucken. Die Schatten hindurch. Ah, oh, geht nicht mehr, schade. Meine Seele ist rasiermesserscharf. Wir können aber... Sie an, ja. Sie an. Plaudern. Hä? Ich wollte gerade mit dir plaudern. Das Urteil ist klar. Was springt für mich dabei heraus? Verschaffen wir uns eine bessere Übersicht. Ich wollte gerade mit dir plaudern. Die Gelegenheit... Ich kann dich sehen. Haut sie einfach ab, die Sau. Theresa, darf ich dich was fragen? Wie hat dich Mordecai angeheuert? Der hat gar nichts gemacht. Ich habe beschlossen, hier mein Nest zu bauen. Ich wollte diesen Emporkömmling von einem Kapitän und sein schicksalhaftes Schiff selbst erleben. Ich denke, die hatten da so ihre eigene Meinung. Mordecai hat sich nicht widersetzt. Nicht, dass mich das abgehalten hätte. Ich war sogar ein wenig angenervt, weil er sich so schnell an mich gewöhnt hat. Die Mali entsprach schon eher meinen Erwartungen. Sie war wenig davon angetan, dass ich ihre Seele genauer unter die Lupe nahm. Was auch für die ganze Tabakasche auf meinem Deck gilt. Jetzt lass seiner Frau doch bitte ihre Laster. Wie auch immer. Ich wäre nach einem oder 10 Jahren wieder gegangen. Nur hat Mordecai gewusst, wie er mich bei der Stange hält. Wer hätte denn nicht gerne eine berühmte Deserteurin der Inquisition in seiner Crew? Du klingst ganz wie er. Versucht immer, mich zu charmieren, der alte Schwerenöter. Bereust du, dass du an Bord geblieben bist? Ich bereue schon genug für ein ganzes Leben. Und trotz aller meiner Anstrengungen habe ich diese Crew ins Herz geschlossen. Sag's aber keinem, klar? Ich schweige wie ein Grab. Ich finde das schön, dass man A, auch ein bisschen so plaudern kann, aber auch die Art der Interaktion mit dem Plaudern, dass wir jetzt nicht quasi ranzoomen und dann sehen wir die Münder bewegen etc., sondern dass wir einfach zwei Bilder haben, die besprechen miteinander. Man sieht ja so ein bisschen so die Handbewegungen von den Charakteren, dass sie doch irgendwie interagieren und so. Immer nach vorne. Finde ich cool. Finde ich echt sehr, sehr cool eigentlich. Muss ja auch nicht mehr übertrieben sein, ne? So, mit Mali sprechen, okay. Geht's hier weiter? Also, immer noch? Das ist gut. Wir haben weiter Fortschritte beim Lösen des Rätsels gemacht. Sie? Schon was Interessantes in diesen kryptischen Reimen entdeckt? In der Tat. Ich glaube, ich weiß, welchen Zweck diese drei Schalen über der Tür des Rätselraums haben. Drei Items. Es ist Zeit, dass wir jenseits der zeitlosen Gestade vorstoßen. Komm an den Kartentisch. Okay. Wird erledigt. Echt? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es immer noch spannend, dass wir so weit zocken können in der Demo. Ah, es gibt viele Inseln in den zeitlosen Gestaden. Das Rätsel sagt uns, wohin wir gehen sollen. Borke und Dornen, Asche und Erz, Knochen und Finger.
Diese Hinweise deuten auf drei Inseln. Schreckrankenbucht, eine wilde Insel mit einer verwunschenen Pflanzenwelt. Ja. Die Eisenbucht, eine der Inseln mit einer Feuerstätte der Inquisition. Die Insel der Buße, ein Seelengefängnis, das einen alten Gefährten in sich birgt. Ich glaube, auf allen Inseln sind Relikte zu finden, wobei mir der vierte Hinweis immer noch schleierhaft ist. Da kommen wir auch noch drauf. Wir brauchen zudem mehr Seelenenergie und schwarze Perlen. Die Relikte werden wahrscheinlich von Energie erfüllt sein. Was die schwarzen Perlen angeht... Die Zwillinge von Nerechtemeresch schulden uns noch einen Gefallen. Schreckrankenbucht und Eisenbucht könnten auch Perlen für uns haben. Ich vertraue dir die Wahl unseres Ziels an, Frau Navigatorin. Ah, hätte mich jetzt gewundert. Danke, dass du unsere Demo gespielt hast. Wenn dir das Spiel Spaß gemacht hat, werden Teil unserer Crew auf Kauf jetzt das Spiel. Deine Unterstützung gehört uns die Welt und jeder Kauf hilft uns dabei, die Spiele zu entwickeln, die wir so lieben. Wir sehen uns auf hoher See. Du kannst noch etwas länger auf der Red Mallee bleiben, wenn du möchtest. Doch weitere Missionen gibt es in dieser Demo nicht mehr. So, und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir jetzt in der Vollversion starten, sagen können, die drei Missionen, die wir ja schon kennen, bitte überspringen. Ich bin gespannt, wie das gelöst ist mit den Charakteren, die wir jetzt freigespielt haben. Ob das mit erkannt wird oder ob wir vielleicht selber entscheiden können, wie wir da frei spielen. Deswegen, wir verlassen die Weltkarte. Ne? Also wir dürfen hier nichts mehr machen. Wir lesen ja später jetzt weiter. Wir gehen jetzt hier raus. Dann würde ich sagen, liebes YouTube, wir machen für euch da draußen erstmal einen Cut. Dankeschön fürs dabei sein. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und Dankeschön nochmals. Bye bye.